Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Mein VfB-Kabine hier aus dem Sportressort im Pressehaus. Wir haben wie üblich 120 Sekunden und legen folglich gleich los. Dirk, gegen Hannover geht's morgen Abend. Der VfB hat viele Ausfälle zu beklagen, vor allem im offensiven Bereich. Was denkst du, wie wird Hannes Wolf reagieren? Ja, die erste Option ist natürlich, dass Simon Terodde eine Chance wieder bekommt in der Startformation, da Daniel Ginzek ausfällt. Wäre es eine logische Folge, wenn der Torschützenkönig von der letzten zwei Jahre zweite Liga in der Bundesliga jetzt mal wieder zeigen darf, dass er auch dies drauf hat. Ja, er muss es zeigen. Er darf nicht nur zeigen, sondern er muss es wirklich zeigen, denn bis jetzt hat er zwar dreimal getroffen, aber immer als Einwechselspieler. Wenn er gestartet hat, war er relativ wenig Erfolg da. Ja, man hat natürlich gesehen, dass Bundesliga auch für Simon Terodde eine andere Nummer ist als die Jahre in der zweiten Liga. Da geht es schneller zur Sache, die Gegenspieler sind schneller da. Er hat weniger Zeit, den Ball anzunehmen, zu verarbeiten, sich in Richtung Tor zu bewegen, in eine gute Schussposition zu kommen. Da hat er bisher schon ein bisschen Probleme gehabt. Jetzt hat er sich akklimatisieren können, zumindest als Einwechselspieler oftmals. Und jetzt geht es darum, Ginzek zu ersetzen und zu zeigen, dass er auch in der ersten Liga knipsen kann. Seinen Gegenspieler kennt er aus der letzten Saison, das wird Salif Sané sein. Der hat ihn in den zwei Spielen letzte Saison relativ gut abgekocht. Ja, die größenmäßig passt ja. Zwei Ochsen, wie man so schön sagt, treffen aufeinander. Deshalb sicherlich auch wichtig die Optionen, die Hannes Wolf noch hat, ne, mit den kleinen, quirligen Stürmern. Ja, wir haben Asano, wir haben Brekalo und wir haben vielleicht vom VfB 2 Nicolas Sessa, der fleißig mittrainiert und aufgrund dessen, dass einfach wenig Optionen da sind, vielleicht auch im Kader ist und dann endlich auch mal einen Einsatz bekommt. Zwei waren wir schon dabei, bis jetzt hat er noch keinen Einsatz bekommen. Ja, wäre eine Überraschung, die ist Hannes Wolf ja immer zuzutrauen. Ja. Zuzutrauen ist der Mannschaft, aber auch, dass endlich einfach, egal wie, mal es mit dem ersten Punkt gewinnt, auswärts klappt. Der Bock muss umgestoßen werden, um mal hier 2 Euro zu investieren. Ja, das war's von uns an dieser Stelle. Die 2 Minuten rasseln gerade so dem Ende zu. Wir hoffen, freuen uns auf ein gutes Spiel und sehen uns nächste Woche wieder. Alles klar, bis dahin.